ein Spezialwerkzeug. Um Kekse zu klauen. Oh, kommt her, meine Süßen. Hey, Sam, wieder mal naschen? Martina, was machst du denn hier? Na, falls du es vergessen hast, ich wohne hier. Außerdem hat mich Susi gebeten, Mizi zu füttern, während sie für ein paar Tage weg ist. Als ob ich das nicht selbst könnte. Vielleicht kannst du das, aber wenn mich meine liebe Schwester Susi fragt, wo ist denn das Katzenfutter? Ah, ups, passiert. Das werde ich Susi sagen. Okay, Mr. Katze, Mahlzeit. Und wer schmeißt das in den Müll? Hör mal, wenn Susi weg ist, musst du ein Video für unsere Zuschauer machen. Was? Auf keinen Fall. Mach das doch selbst, Mr. Genieschleim. Du sagst immer, du seist so bastelbegabt. Aber ich brauche eine Assistentin. So funktioniert unser Kanal nun mal. Schleim und seine Menschenfreundin. Nö, nicht meins. Ach, komm schon. Na gut. Komm, du wirst aber mir helfen. Aber ich warne dich, ich bin nicht Susi. Wenn du rumblödelst, mache ich nicht mehr mit. Okay, okay, ich hab's verstanden. hey, wo gehst du hin? Die andere Richtung. Moment! Sieht so aus, als machen wir heute etwas anderes. Hol mir Toilettenpapier. Also, wie geht das gleich? Oh ja, hallo zusammen. Heute machen wir, was machen wir denn, Sam? Weiß nicht, Susi hat immer die Ideen. Gib das her. Hey. Ja, genau. Heute basteln wir eine Oreo-Maschine. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr Oreo mögt. Also, Mr. Schleim, bring mir ein bisschen Pappe. Und ich schau mal, was wir in der Werkzeugabteilung alles so haben. Mal gucken. Nee, nochmal nee. Oh, hier ein Stift und ein Lineal. Ah, den Rest hole ich später. Hier, ganz viel Pappe. Okay. Zuerst messen wir, wie viele Teile wir brauchen. Und du, Sam, wirst sie stapeln. Yes, Madame Martina. Los geht's. Ups. Erstes Rechteck 17,5 x 11,5 cm. Jetzt ausschneiden. Oh, ich habe das Teppichmesser liegen lassen. Bin gleich zurück. Wie groß ist das nächste Stück? 12,5 mal 11,5 cm. Wir brauchen drei davon. Okay, probieren wir es mal aus. Puh, endlich habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Hey, sind die Linien fertig? Ja, na klar. Das habe ich gut gemacht. Kriege ich eine Belohnung? Was für eine Belohnung, Sam? Das ist doch dein Job hier. Und ich helfe dir nur. Ja, 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 Martina. Hab ich vergessen. Geh und mach eine Karte für die Maschine. Oh, du meinst eine Zutrittskarte fürs Keksparadies? Ja, so in etwa. Dann mache ich die. Welche Größe? Naja, eine Plastikkarte halt. Verstanden. Solche Plastikkarten sind immer hübsch. Oh, das wird so cool. Ich muss mir ein Design ausdenken. Hier sind die Stifte und auch das Papier. Hey Leute, habt ihr schon mal Logos und so gemalt? Schreibt in die Comments. Okay, sieht aus, als wäre es zusammengeklebt. Ja, Sam, hol das nächste Stück. Hier, 12,5 mal 11,5 cm und ein 5 cm Loch. Ja, ja, gib schon hier. Das ist die Basis für unsere Maschine. Jetzt bauen wir einen Keksrampenmechanismus. Das wird lustig. Okay, wo am besten? Ah, hier. Wir brauchen so einen Streifen. Der ist 10,5 mal 2,5 cm groß. Und ein Rechteck wie dieses hier. 14 mal 10,5 cm. Sie müssen genau in die Maschine passen. Oh, wird das vielleicht zu knapp? Ha, ich wusste, dass das passt. Und das nächste Stück muss ich hier einfügen. So, eine Keksrutsche. Genau richtig. Zeit zum Naschen. Nein, wir müssen arbeiten. Oh, na gut. Oh, was ich nicht alles für meine Abonnenten mache. Was muss ich tun? Ein Stück noch. 11,5 mal 12,5 cm. Ja, klar. Wo gehst du hin? Bin gleich zurück. Wer ist hier ungeduldig? Oh Mann, Leute. Könnt ihr stillsetzen, wenn ihr was bastelt? Schreibt's mal in die Kommentare.
Ich denke, wir können die Tücher auch so verwenden. Wir brauchen nur die Papprolle. Zerschneiden. Und zurück zur Maschine. Und, wie sieht's aus? Hier. Lass es uns hier ranmachen. So. Und hier machen wir die Rolle fest. Uah, ich mag diese Heißklebepistole nicht. Da kann man sich verbrennen. Susi hat mir beigebracht, vorsichtig zu sein. Unser Cake-Silo ist fertig. Sam, bring mir den Deckel. Was für ein Deckel? Oh, muss ich denn alles selbst machen? Ich weiß nichts von einem Deckel. Du hast mir nichts gesagt. Oh, okay. Ich habe ihn schon ausgeschnitten. Ich muss nur noch die Halterung dran kleben. So. Brauchst du noch was? Oder können wir es unseren Zuschauern schon zeigen? Ja, können wir. Tada! Die Maschine ist fertig. Wir müssen sie nur noch dekorieren und dann mit Keksen füllen. Reicht das? Ein Kekspackungslabel? Na klar! Und hier die Karte zum Keksparadies. Die Schrift ist schief, aber passt schon. Schief? Aber das ist Kunst. Sams Kunst. Ja, ja. Und, ist es soweit? Können wir die Kekse auffüllen? Es ist soweit. Los geht's! Die Stunde der Wahrheit. Trommeln bitte. Die Karte hier reinschieben. Und da kommt der Keks. Und ich, und ich, und ich? Hier, aber nur einer. Na gut. Hey Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr unsere sagenhafte Keksmaschine mögt. Ich hau ab. Und abonniert den Kanal. Übrigens, Leute, mochtet ihr Martina? Wenn ihr wollt, dass sie öfter erscheint, schreibt das in die Kommentare. Hey, das ist alles für heute. Gebt mir meinen Keks zurück.